Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Whitespring hat uns wieder. Seit langer Zeit sind wir mal wieder hier in Whitespring. Und wir dürfen in diese Richtung. Einen Ghoul, einen wilden Ghoul, wild sollte er sein. Den dürfen wir jetzt erledigen. Okay, das sind nicht die richtigen Ghule. Genau, hilf uns! Nicht auf uns schießen! Oh gut, seit wann kann man das denn machen? Sehr entspannend jetzt. Oh, hoppla. Aha. Wo ist der wilde Ghoul? Empfehle es auf die Reparatur der Primärsysteme, damit der weitere Betrieb gesichert ist. Gut, das Gewehr ist wieder repariert. Die Armbrust ist 1, 2, 3 geladen. Der Bogen, den haben wir nicht, aber die Pistole hier ist auch geladen. Was auch immer das war, ist auch geladen. Und unser Gewehr hier ist auch geladen. Okay. Was war das? Wo ist das? Und es war nicht der richtige, ich weiß. Hey, auf mich? Aber ich habe doch... Ich war das doch gar nicht. Warum? Ach. Recht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Oh, das ist unser. Vielleicht. Tja, die Gourmets würden das jetzt verspeisen. Ich kann sie nicht dazu zwingen, aber sie werden doch keinen Rückzieher machen. So oder so wird es Zeit, sich zurückzumelden. Ja, nee, ich möchte den auch nicht verspeisen. Ich kann den auch nicht verspeisen, weil wir die Karten, schlau wie wir waren, in einer der letzten 5 Folgen irgendwann verkauft haben. Ich würde ihn verspeisen. Das war der richtige. Aber ich bin ganz froh, dass wir ihn nicht verspeist haben. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen gegessen. Auch keinen Ghoul. Eine Menge über Raider-Taktiken gelernt und ich muss sagen, die waren alle scheiß. Toll von hier aus anzuschauen. Waren sie erfolgreich? Scheint so. Sie haben überlebt, oder? Über ihre Belohnung können wir uns unterhalten, wenn sie hier sind. Gut gemacht, sie. Ach, schon wieder? Wir brauchen ein Radix, oder? Von den Würmern haben wir uns erholt, ja dann. Das reicht doch dann. Vielleicht doch ein Red Away heißt es. Besser ist das.
Warum entfernen wir uns von unserem Ziel? Das Ziel ist der Ghoul und das ist nicht unser Ziel, oder? Erkunde den White Spring Bunker. Können wir doch gar nicht. Öffne den... Ach, jetzt sind wir gerade in der Nähe hier. Nicht ablenken lassen, sage ich immer. Aber warum sind die hier so begehrt? Waffen. Ein 3-Sterne-Waffe. Waffe, 6 3-Sterne-Waffen. Ja, haben wir denn so viele Grongoggen? Ich weiß ja nicht. Wir werden es uns mal angucken, okay? Wir sind ja jetzt gerade in der Nähe hier. Da lang. Irgendwie erstmal hier raus. Kunstrasen verdirbt nicht. Was ist denn das? Ein Eichhörnchen. So, schon mal geschafft, hier aus der Gefahrenzone rauszukommen. Oh, da ist nur noch einer da. Nö, sind noch zwei. Direkt an der Station und wir laufen direkt drauf zu. Was hat der? Eine Waffe? Ja, gucken wir mal. Das scheint die Leute anzuziehen, diese legendären Waffen. Ja, aber da müssen da schon Bombenwaffen sein. Das müssen schon richtig gute sein. Denn blöd ist das ja schon, wenn wir die Leute da herholen und die ärgern sich und dann hinterlassen sie nachher nur den Müll oder so. Was ist mit Rüstung? Rüstung haben wir? Ach, dass man hier bauen kann? Was ist das denn? Ach, das ist ein legendärer Händler? Nö. Ein Speer verursacht 40% mehr Schaden bei starken Angriffen. Erhöhter Schaden für jeden weiteren Treffer am selben Ziel plus 1 Stärke. Mhm. Ja, die guten Sachen wurden wahrscheinlich schon gekauft. Verringerte Schadenresistenz erhöht und verursachten Schaden plus 25 Schaden, wenn du zielst. Ja, ich wundere mich gerade, das ist eingerichtet. Alles, das sieht aus, als ob das jemand hier gebaut hätte, wisst ihr? Ein Camp. Sieht aus wie ein Camp, aber ich glaube, das ist kein Camp. Oder doch? Hallo. Hoppla. Jo. Dann ist das ein Camp, aber das sieht aus, als würde es hierher gehören. Hm.
Mal sehen, was es hier sonst noch so gibt. Die Waffen, das gefällt mir jetzt alles nicht. Oh, des Vampir-Schlagstocks, was ist das? Aber die Preise sind okay, oder? Ja, na klar. Für 3 Sterne und so. Ich finde schon, dass das gut ist. Rüstung. Das ist eine ziemlich schwere Rüstung, oder? Oh, die kann aber ganz schön was. +1 Glück, -15% Schaden durch Menschen, Chance von 75%, den Schaden im Stillstehen um 15% zu reduzieren. Schöne Sache. Da, das Sheep Squatch Maskottchen, den Kopf hätte ich ja gerne. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ärgere ich mich, wenn wir den nicht nehmen. Ich glaube, den nehme ich mal. Denn wir haben das gemacht mit dem Sheep Squatch und wir haben nichts dafür bekommen. Und ich finde, wir hatten das verdient, weil wir ganz schön gebissen haben an dem Teil. Atomraketen-Schlüsselkarte. Für 187 verkauft er die. Anforderung eines Airdrops kann man auch verkaufen. Oh gut, ich weiß gar nicht, wie viele wir davon haben. Wie viel will er dafür? Ein. Okay. Den Ausweider könnten wir bauen. Behandlungsfehler, Bauplan, Fleischsack, Lagerkiste. Fleischsack, Lagerkiste? Das ist doch interessant, oder? Nachher fehlt uns das Geld aber für irgendwas anderes. Kampfrüstung, Körperteile. Raider-Rüstung, Körperteile und Bauplan für das SB-Medaillon. Bauplan, Behandlungsfehler. Der Ausweider. Also, der Ausweider wird wahrscheinlich ein... Ja, das wird wahrscheinlich eine Waffe oder so etwas sein. Also, was? Fleischsack, Lagerkiste nehme ich mal. Und Behandlungsfehler. Und SB-Medaillon auch. So. Unbearbeiteter Stoff. Ja, jetzt wäre... Ja, was wäre gut? Kleber wäre gut und Schrauben wären gut. Und Patronen, hat er was für unser... Oh, er hat Pfeile. Oh, gut. Oh, so günstig. Armbrustbolzen auch. Hoffentlich ist das in Ordnung, wenn wir jetzt so viel davon kaufen. Ja, danke schön. Hat er ein Signal mit dem Dings gegeben, ha? Huh? Mit dem Peep-Boy, habt ihr das gesehen? Ein Lichtsignal? Wie beim Autofahren. Da bedankt man sich ja auch über die Lichthupe. Jetzt sollen wir die Baupläne nicht mal gleich lernen? Nicht, dass wir die verlieren oder dass irgendwas damit passiert? Oh, wird uns, wenn wir die lernen, wird uns auch nicht angezeigt, was genau das ist, oder? Dass man so nah hier dran bauen kann, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das muss immer voll weit weg sein. Dann könnten wir ja auch irgendwo hier in der Nähe mal bauen. Ist niemand da? Hallo? Aber jetzt nicht so viel ausgeben. Wir wollen nur gucken. Oh. Hey, Verwertungskiste. Ah, ich verstehe.
Ja, wir wollen nur gucken nach einer guten Waffe, okay? 3 Sterne sollte sie haben und was richtig Gutes sollte sie können. Fleischerhaken des Vampirs. Du erleidest beim Blocken 15% weniger Schaden, regeneriert deine Gesundheit für kurze Zeit, wenn du einen Gegner triffst. Plus 25% Schaden beim im Stillstehen. Hallöchen. Brauchst du was auf deinen Reisen durch Appalachia? Wer hat das gesagt? Oh, hallo. Ach, das ist dieser Händler, den haben wir schon mal irgendwo gesehen. Oder? Ist er das nicht? Doch, das ist der Bex, oder wie der heißt. Beckes? Das ist ein Getränk, aber auch gut. Ja, okay, hier ist jetzt leider keine Waffe mehr bei, als wir vorhin geguckt haben. Ah, doch, hier ist noch was. Aber ja, so eine schwere werde ich nicht mit mir rumschleppen, glaube ich. Kryoschaden. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. 15% höhere Nachladegeschwindigkeit. Die letzte Patrone im Magazin hat eine Chance von 25% auf doppelten Schaden. Verschießt diese Kryo-Sachen, die kennen wir ja noch gar nicht. Ist sonst noch irgendwas Dreisterniges dabei? Ja, da sind uns wohl welche zuvorgekommen. Da war gerade so viel los hier, so viel. Ja, so viele Besucher hier. Ach, und ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, ich möchte eine bessere Waffe endlich mal haben, aber ich möchte jetzt nicht so viel für Rüstung oder sowas ausgeben. Essen, Trinken verkauft er nichts, nur die... Warum ist das hier so teuer? Was ist denn das Besonderes? Bolton Greens Gedeck, 10.000. Nur Kleber hätte mich jetzt noch interessiert, aber... Oh, Baupläne. Ja, das natürlich auch. Mal gucken. Antiker Mars-Globus. Oh, der hat aber Preise hier. Wow. Fleischsack-Lagerkiste. Ja, da bin ich aber froh, dass ich drüben erst geguckt habe. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich meine ganzen Kronkorken gelassen. Käfigglühbirnen nochmal. Die Powerfaust. Nein, Pudelschlafsack. Ja, bei den Preisen sollte ich hier lieber gleich abhauen. Das ist der andere, das ging wirklich. Der will 1.000 und wir haben 300 dafür bezahlt. Raider Jetpack? Wie, was? Raider Jetpack? Und Schützen. Ist der was? Da kaufen wir gleich mal 2 davon. Warum ist das so günstig? Da hätte ich, also bei dem Ding hätte ich jetzt gedacht. Ha, 1 für dich, Omega Red, falls du zuguckst. Und... Bauplan, Schilder, Höhlen, Schilder, Mülldeponie, Volt 94 Anzug, Wissenschaftskreidetafeln, nein, oder doch, ja, aber nicht für den Preis, nee, auf gar keinen Fall. Bauplan, X-Lackierung, X01, nö, du wurdest beleidigt. Warum 5.000? Du wurdest beleidigt. 2 Stück? So teuer? Ist das ein Scherz vielleicht? Wer kauft das denn für 5.000? Das muss ja was Gutes sein, oder? Ja, für 5.000, weil jeder kann denkt, das muss was Gutes sein, vielleicht. Und dann ist das einfach eine Beleidigung, die da drauf steht. Okay, das war's. Er hat auch keine Munition und nichts. Dann war's das. Ja, schön. Freue ich mich. Wo ist er? Wo kann ich einen Kniefall machen? Keiner da? Der Händler hat sich verzogen. Ach, da. Ja, ist er das denn? Ja, wer denn sonst? Der steht doch da. Dankeschön. Und sehr gut. Aber miese Preise. Naja, das lassen wir jetzt mal. Wieso hat denn der 2 Verkaufsautomaten? Das ist doch beides das gleiche, oder? Wie gut, dass ich mir jetzt nicht gemerkt habe, was drin war. Ich stehe zu. Ja, nee, ist beides das gleiche. Das ist vielleicht, weil, wenn zu viele Leute kommen, dann können 2 gleichzeitig benutzt werden, vermute ich mal. Und der hier verkauft ja auch irgendwas. Das ist auch ein cooles Gerät. Das hätte ich auch gerne mal. Naja, der verkauft nichts. Bei dem anderen hat er nichts verkauft, auf jeden Fall.
Naja, wie auch immer. Wir sind am Ende der Folge, aber erstmal gucken wir uns unsere Beute noch an. Was wir da so bekommen haben. Ich hoffe, hier sind wir einigermaßen sicher. Hey, einigermaßen sicher waren wir wahrscheinlich da. Obwohl... Ja, dann vielleicht auch nicht. So, jetzt gucken wir doch mal, was wir da Schönes bekommen haben für uns. Auf jeden Fall haben wir wieder Munition für die Armbrust und für den Bogen. Sehr schön. Ach, verkaufen kann man da nichts. Nur immer einkaufen. Aha. Fällt mir gerade so auf. Den Kopf haben wir. So, den werden wir gleich mal aufsetzen. Wir haben ja sonst Hilfsmittel keine gekauft. Diverses. Ja, da müssten doch die Baupläne sein. Keine Baupläne? Wo sind denn die geblieben? Haben wir die sofort automatisch gelernt? Oder wo sind die? Bauplan. Hier sind sie. Bei Notizen sind sie. So. Behandlungsfehler. Einmal für die Videobeschreibung. Behandlungsfehler. Herstellungsgegenstand hergestellt. Behandlungsfehler, ja. Herstellungsgegenstand freigeschaltet. Fleischsack. Lederrüstung. Okay. Und Raider Jetpack. Dann Bauplan SB-Medaillon, was auch immer das ist. Und das wäre es dann erstmal damit. Und auch mit der Folge. Wir sind am Ende der Folge. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.